So, YouTube. Da sind wir wieder. Teil 2. Wir sind irgendwo im Nirgendwo gelandet. Und wir waren schon in Chile und in Australien, nicht Neuseeland. Jetzt sind wir irgendwo in Afrika. Wir haben keinen Follow-Car. Das ist schon mal gut. Ich würde nicht sagen, dass wir in Dings sind. In Kenia. Wahrscheinlich eher fühlt sich nach Senegal an gerade. Depot. Vielleicht sind wir direkt. Oft ist man in Dakar oder so. Erstmal haben wir eine große Straße. Das ist schon mal gut. Arabisch. Okay, nee, dann sind wir doch eher in der anderen Richtung. Aber wo sollten wir da sein? Aluvador. Esel. Die Häuser sind immer total krass aus diesen, ich weiß gar nicht, was das ist, Ziegeln. Das sieht irgendwie echt komisch aus, wie so Bausteinkastensystem zusammengesetzt. Und eine sehr schöne Skulptur. Quinzaliare Vecchio Borum Bacat. Aha. Denke ich mir auch jeden Morgen. Einfach nur gerade auf die Straße. La Route Verde Bayoa. Okay. Aber hier können wir erstmal abspeichern. Den Zwischenpunkt Olla. Das sieht doch fast nach Leben aus, nach Stadt. Vakur Seringie. Mbacke. Mbacke? Falu Mbacke? Wäre dann aber doch hier drüben Mbacke oder so. War nicht hier irgendwo Mbacke? Mbosa. Ah, Mbosa. Mbacke. Mbacke, Backe, Kuchen. Aber ist ja auch nur ein Name. Ulibaya, Falu Numero, Dara Dolov, Ruth, Staciona, Kibon Ferris. Das sieht zumindest mal nach einem Haus aus. Mbacke. Oh Mann, wo war denn Mbacke? Mbekane, ja. Mbakane, es sagt mir auf jeden Fall was, aber ich weiß nicht mehr wo. Oh, und da drüben ist ein Straßenschild. Wir sind auf der glücklichen Seite. Dahara. Aber war Dahara hier? War Mbacke war nicht hier. Oder war Mbacke hier? Oh Mann, wenn man sich irgendwann nicht mehr erinnern kann, wo die Sachen waren. Mbacke, da ist es doch. Okay. Doch hier. Naja, lag ich ja nicht falsch mit Senegal. So, nach Norden ist Symmetria. Sehen wir das auf der Karte? Wir ranzoomen. Dara, sehen wir Dara? St. Louis sehe ich. Dara. Okay, Dara wäre da. Da ist auch noch ein Backe Jojo. Das gibt's hier nämlich öfter.
Dann könnte ich mich erinnern, dass das nicht ein eindeutiger Name war. Okay, also Dara und Linguere liegt wahrscheinlich noch dahinter irgendwo. Und die liegen aber östlich. Linguere. Ich sehe Linguere. Das ist Linguere. Okay. Das heißt, entweder hier oder da. Von da kommen wir. Und Symmetrie liegt in die andere Richtung. Ich meine, es steht ja im Backe dran, aber Kemba, Luga habe ich jetzt nicht gesehen. Aber manchmal stehen halt große Sachen halt nicht dran. Das Mickey. Okay. Und das wäre aber Richtung Norden. Ich sehe es zumindest nicht beim Drübergucken. Vielleicht ist es ein Bezirk. Guede, Ngudum, Rolo, Tiviane, Nindidi, Tinodo, Codilo, Ramane. Okay. Wir fahren noch ein Stück weiter, würde ich sagen. Aber kommt mir schon vor, als ob das auf jeden Fall was, ja, nicht zivilisierter, aber zumindest infrastrukturisierter ist hier. Also die Straße mit Gehwegen sogar. Das muss man sich mal reintun. Das hat ja sonst nur Südafrika noch. Das haben wir ja nicht mal in Europa. Diese Muster. Halten die vielleicht Fliegen ab? Ist das so wie beim Zebra, dass diese komischen Muster in den Häusern Tiere abhalten? Mücken und Co. Oder ist das einfach nur nicht fertig gebaut? Spannend. Da haben wir noch einen Kreisverkehr. Dakar geht jetzt Richtung Süden. Daru und Mushti Richtung Osten. Abdu. Mushti, Daru, sehe ich nicht. Dakar liegt aber Richtung Süden. Das macht mich am stutzigsten. Ah, das ist ja Dahara und nicht Dakar. Okay, Dakar liegt im Süden. Achso, da, Dakar. Okay, dann sind wir doch gerade hier irgendwo. An diesem Kreisverkehr werden wir gleich sein. Tuba Moschee. Okay, die sieht auf jeden Fall größer aus. Tuba Moschee. Okay, wir sind mittendrin. Scheiße. Okay, und wir kommen jetzt von wo kommen wir? Auf diesen Kreisverkehr kamen wir von Osten. Haben wir überhaupt so einen Bogen gemacht in der Straße? Nee, der ist im Westen und wir kamen aus dem Osten. Und die Straße hat doch keinen Knick gemacht. Also klein, ja. Da sind wir um eine Kurve gefahren? Nee, oder? Die geht hier die ganze Zeit lang. Und hier endet sie aber.
Okay, also wir fahren westlich auf das Ding zu. Und ich sehe schon den Kreisverkehr. Aber wir können doch erstmal nur hier sein. Hier ist auf jeden Fall zweispurig. Vielleicht haben die einen neuen Kreisverkehr oder sowas gebaut. Also den Knick haben wir auf keinen Fall drin. Okay, also ich muss zum Kreisverkehr fahren, um das auszuschließen gerade. Weil jetzt müsste die Straße ja einen Knick machen, bevor wir bei der ankommen. Die scheint riesig zu sein. So, jetzt sind wir im Kreisverkehr. So, und der hat 1, 2, 3, 4 Abgänge. Und der hier hat mich nur 3. Das heißt, wir sind auf irgendeinen anderen Kreisverkehr aufgefahren, der hier nicht eingezeichnet ist. Vielleicht hier. Total haben wir hier. Und noch eine andere. Die Bilder hier sind von wann? 2024. Okay, die sind nämlich neu. Und sonst gibt es hier nirgendwo Kreisverkehre. Tankstellen gibt es hier echt viele. Haben wir einen Straßennamen? Wahrscheinlich aber nicht, oder? Was wie Straßennamen wird es hier nicht geben. Okay, experimentelle Straßenroute, die leicht nach Südosten geht. Das könnte so eine sein, weil die hier geht nicht nach Südosten. Also eine geht nach Südosten und die andere geht nach Nordwesten leicht, aber eher so. Also das passt eher wirklich auf die hier. Und dann ist hier ein Kreisverkehr, der nicht eingezeichnet ist. Und was dafür spricht, ist, die wird hier einspurig, oder? Ist die hier noch getrennt? So Richtung Osten ist sie zweispurig, getrennt, das ist eingezeichnet. Und wenn die jetzt in Richtung der Moschee einspurig zusammenläuft, tut sie. Dann sind wir jetzt hier und wir sehen das Ding da. So, das heißt, wir kommen irgendwo aus dieser Ecke hier. Und wir sind hier raufgekommen und wir sehen das direkt schon, wenn wir hier rauskommen aus unserer Straße. Und bei uns ist eine Olla-Tankstelle. Im Südwesten. Also hier. Tankstellen sind zum Glück meisten eingezeichnet. Olla, dann kommen wir hier raus. Wir gucken nochmal, nicht, dass es noch eine Olla gibt, weil das wäre schon zu weit weg. Okay, also wir kommen aus diesem Ding hier raus. Da haben wir doch schon mal ein bisschen was. Und jetzt ist die Frage, wir kommen südlich einfach nur auf die Straße rauf, oder? Nee, genau, wir kommen erstmal, wir fahren südlich. Dann fahren wir westlich. Und wo bin ich dann hingefahren? Wieder südlich? Und dann kommen wir auf die Oller.
Ich gehe nur noch mal auf Nummer sicher. Da ist die Olla. Also ist das unsere Straße. Das ist der große Platz. Wir starten und fahren südlich und kommen dann auf diesen großen Platz einfach drauf. Das heißt, wir stehen hier vielleicht irgendwie. Südlich, dann fahren wir westlich. Ich glaube, wir sind. Irgendwo hier. Vielleicht sind wir hier eher. Nicht südlich, westlich, südlich. Und dann fahren wir da lang. Das heißt, wie weit müssen wir südlich? Und was ist nördlich von uns? Eine Ruine. Eine Moschee. Das ist der leere Platz. Ja, dann stehen wir hier. Was ist von... Westlich ist von uns eine Straße. Die es nicht gibt. Okay, vielleicht ist das keine Straße. Auf jeden Fall kommt da nur noch ein großes Haus. Aber wir haben im Osten keine Straße. Hä? Stehen wir vielleicht dann hier? Kann auch nicht sein. Wir haben im Osten keine Straße. Da können wir nicht stehen. Das ist viel zu weit. Macht gar keinen Sinn. Wir könnten... Nee, hier können wir auch nicht drin sein. Wir müssen schon irgendwo hier sein. Das ist der andere große Platz, wo wir dann noch drüber fahren. Komm noch mal aus der anderen Richtung. So, also nach Osten ist hier nichts und nach Westen. Das ist schon das hier. Ich sag jetzt da. Ich weiß nicht. Wir fahren dann nach Westen. Und überall Handymasten. Die geht Nord-Süd. Das ist die hier. Dann kommt eine Straße und dann kommt nämlich das andere. Das ist das hier, glaube ich. Bin unschlüssig. Es kann sein, dass wir irgendwo einfach hier stehen. Hier oder so. Oder hier vielleicht. Aber das ist zu weit. Das macht auch keinen Sinn. Okay, wir räumen nochmal vom Süden her auf. Wir fahren doch schon sehr lange südlich. So, also da kommt die Straße. Die können wir auf jeden Fall sagen. So, da vorne ist gleich das Ding. So, das ist der Platz. Der ist westlich. Das ist der da. Östlich ist auch ein Platz. Okay, dann kommen wir sogar noch weiter. Vielleicht. Dann kommen nicht viele Häuser. Die Frage ist, sind die halt eingezeichnet auf diesem leeren Platz? Und da kommen wir irgendwo raus. Dann sind wir vielleicht hier.
kann auch nicht sein. Hier vielleicht. Nicht, dass wir hier oben drin sind. Ich meine, wir haben eine Moschee bei uns, aber die ist nicht eingezeichnet. Okay, also wir haben im Westen eine Straße, in die kann ich auch reinfahren. Das ist vielleicht mal... So, und dann kommen wir auf die Straße und da geht's nicht weiter. Und dann geht's nach Süden. So. Wir fahren irgendwie hier rauf. Und da kommt dann aber auch nichts an Seitenstraße. Und dann erst eine Straße. Also so ein Versatz. Also könnten wir doch hier rauskommen. Dann sind wir da. Wenn wir nach Norden nicht weiterfahren können, wäre das zum Beispiel noch ein guter Hinweis. Ja, nach Norden geht's nicht weiter. Weil hier so viele Plätze sind, ist es schwierig. Und dann gibt's eine Kurve. Ja, okay, da sind wir. Finish. Da oben. Da oben sogar. Ach, das ist ein Scheiß. Also mit den Plätzen und den Häusern einen Punkt wieder liegen gelassen. Lecco mio, das hätte ich nicht erkannt. Das ist der... Hä, aber... Ja, weil die Hälfte nicht eingezeichnet ist. Das ist echt ein Scheiß. Da sind wir drauf... Die Straßen sind alle nicht da, nicht? Das ist halt echt ein Problem. Und die Häuser hier sind auch nicht da. Weil hier ist ja alles Mauer und dann kommt ein Haus ohne Straße. Das fehlt zum Beispiel. Und dann kommt wieder eine Straße, dann kommt wieder ein Platz. Der fehlt. Inzwischen ist der vielleicht zugebaut. Und bei uns Osten waren alles voller Häuser. Und hier ist aber anscheinend nichts bebaut. Und das ist die Kurve. Nicht das hier. Das ist halt zweimal genau die... Okay, das war auch doof. Hier geht's ja weiter. Ja, okay, das hätte mich... Das habe ich nicht gesehen. Warum habe ich denn das gemacht? Das macht ja keinen Sinn hier. Hätte ja eher noch... Nee, auch nicht. Okay, das hier hat auf jeden Fall nicht Sinn gemacht, weil da die Straße weiterging. Ich habe die Kurve gesehen und habe da einfach hingeklickt. Aber war ich nicht vorher sogar hier? Aber... Weil hier die Straße fehlt, nicht? Das... Ja, das ist halt kacke, dass das ein Platz ist, wo man irgendwie kreuz und quer rüberfahren kann. Das ist... Naja. Wir haben eh schon 2 Punkte verloren. Also Senegal auf jeden Fall Endgegner. Genau wie Atacama-Wüste in den Bergen. Endlich mal wieder was Vernünftiges. Südafrika, oder? Oder was ist das? Ich kann es nicht genau erkennen alles. Nee, okay. Eher Südamerika. Oh nee, doch nicht. Eher Bangladesch. Oder Indien. Traffic Police. Jalapaguri. Traffic Guard. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Sehen wir Jalapaguri. Jaipur, Punjab. Pune. Nandu, Pucheri, Paradesh, Maratcha. Aber wenn da schon Englisch dran steht, dann haben wir es eigentlich nicht so schwer. Jaipur. Rajasthan. West Bengal. Jharkhand.
Jaipur, ich guck mal hier. Kachaganj, Jalapaguri. Jalpaiguri. Nicht, dass wir hier sind. Okay. Sehe ich erstmal nicht. Aber hier, das sehe ich auch nicht, Jalpaiguri. Ich hätte erwartet, dass das schon eine größere Stadt ist. Jagdalpur. Jalpaigur. Das ist Jagdalpur. Fast. Jalgon. Jaipur, Jalpai, Jaisalmer, Jagunda, Yamanga. Nee, okay. Muss es doch was Kleineres sein? Das ist blöd. Steht da noch mehr? Rajganj. Das müsste doch aber dann. Goa. Assam. Kathmandu. Uttar Pradesh, Rajasthan, Raganjansh sehe ich auch nicht als Region. Ich sehe nur Rajasthan, aber nicht Rajganj. Vielleicht ist das auch die Stadt. Aber das andere gibt es auch nicht als. Gut, könnte die kleinere Stadt in der Ecke von Rajganj sein. Ranchi sehe ich. Okay, Jaipur, Jodhpur, aber Jhansi, Lahangsi, Lagunsi, Akola, Raichu, das ist ein Pokémon. Kanur. Okay. Steht da noch mehr seitlich dran? Oh, alles weg. Da hinten ist ein Autobahnschild. Das nehmen wir doch. Jalpaiguri. Salsayabari. Okay, und das ist 123 Kilometer weg. Das muss größer sein. Das kann nichts Kleines sein. Salsaibaiguri. Salsaibaiguri. Sal. Das heißt, wir sind vielleicht in irgendeiner Ecke, wo wirklich so gar nichts ist. Und die großen Namen machen gar keinen Sinn. Obwohl, die würden. Ich würde eher sagen, dass man dann sowas angibt. Das heißt, wir müssen echt in so einer klitzekleinen Ecke hocken. Sirukalam, wo halt keine andere große Stadt in der Nähe ist, nicht? Auf so einem Salampur. Ich meine, Indien geht doch bis hier rüber, darf ich immer nicht vergessen. Ich glaube, da sieht es eher nach Dschungel aus, nicht? Das hier sieht schon sehr nach Mainland aus, wenn.
Guck hier noch mal. Wobei ich nicht glaube, dass die das hier auf Englisch dran stehen hatten bisher. Rairangpur, nee, Jalangpaguri. Ich meine, was sind denn 123 Kilometer? Das ist schon so ein Abstand hier. Also, das muss dann schon eine Ecke sein, wo wirklich nicht so ein großer Punkt auftaucht. Also sonst müsste ich es nämlich in der Zoom-Stufe ja sehen. Sahihangpuri. Sarahampuri. So eine Ecke halt, nicht? Wo nichts ist, da würde Jodhpur dran stehen. Das hatten wir schon mal. Hier ist viel mit S, aber nichts Großes, nicht? Pyun. Ich sehe immer wieder die gleichen Sachen. Puri, Jalpur, Jalahapur, Jangapur. Was mich zu der Annahme führt, dass wir vielleicht in einer anderen Ecke sind. Ich meine, wenn ich nochmal gucke, Bangladesch ist ungefähr 200 Kilometer lang oder breit. Das heißt, wenn die Stadt dran steht, da sind so viele andere Städte, das würde gar keinen Sinn machen, nicht? Also, das muss halt echt ein Landkreis sein, wo sonst halt nichts ist. Sowas hier halt. Oder sowas hier. Und dann würde ich halt erwarten, dass irgendwas von den anderen dran steht. Okay, wir haben ja noch ein Schild in die andere Richtung. Vielleicht hilft uns das mehr. Goshpur Siliguri Mehendijganji. Sagt mir gar nichts. Gokskapur da oben. Goshpukur, das ist Grakskapur. Wäre auch zu einfach gewesen. Mehengendari sichert auch nicht. Bangalore, Kanpur, Madhuri. Siliguri. Ich meine, es gibt hier 1000 Orte, wenn man ranzoomt, nicht? Ich würde schon vermuten, dass ich zumindest einen der Orte in der Zoom-Stufe sehen müsste. Gulbara, Sangli. Shridi, Dule, Dahod, Jaipur, Jodhpur, Nagur, Sikar. Rampur, Agra.
Ich meine nicht, dass es einfach nur falsch geschrieben ist, aber hier sind auch zu viele Städte in der Nähe. Oder wir sind an so einem doofen Grenzübergang und das eine liegt im anderen oder so. Das glaube ich halt auch nicht. Weil die haben auch so gute Straßensysteme. Da sind 123 Kilometer halt schon echt viel. Hm, vielleicht sehen wir irgendwo eine Straßennummer. Oder was ist hier? Mehengidanji, okay. Also Mehengidanji ist auf jeden Fall was Kleines. Wir fahren mal weiter. Ich hätte gedacht, man sieht's vielleicht. Aber man sieht's nicht. Also ich sehe es nicht. Tollgate. Okay. Kismat. Und das sind Bezirke. Und wir sind mitten in Punjabi oder sowas. Das würde auch das Englisch erklären. Das steht da. Hilft uns aber nicht. Halbe Bibel erstmal. Und bitte, beim Fahren Punkt 1, Punkt 80, Punkt 395. Und beachten Sie übrigens auch noch die anderen 8 Schilder, die vorher und dahinter waren. Wer soll das lesen beim Fahren? Das ist doch einfach unmöglich zu schaffen. Hä? Okay. 28, 29. Was soll das? Und noch mehr Schilder. Und wisst ihr, was das Schöne an Geotastic ist? Wir können nicht mehr weiterfahren. Welcome to Panmaruri. Okay, hilft dir nichts. Also wir sind ja auf einer guten Straße gestartet. Wir sind Richtung dieser Straße gefahren, da kommt nichts. Dann müssen wir jetzt, wohl oder übel, in die Richtung können wir nicht. Oh no, wollen die mich verarschen? Ich kann nur hier rein. Okay, aber da ist auch nochmal ein Schild. Siliguri, Gajobolde, Falakatta, Ambari. Das hilft auch nicht. Was haben wir hier? Falapulur. Habe ich auch noch nie gelesen. Okay, ich glaube, das Einfachste ist es, einen Händler zu finden, der die Adresse draufstehen hat. Ja, hier weiß ich halt nicht, wie die Grenzsituation ist. Dass wir wirklich hier oben irgendwo drin sind, wo halt nichts ist. Sringa? Nee, Singuri haben wir. Gudaspur? Nee. Sriganagra? Nee. Palapulur. Salem, ja, das könnte ich finden.
Das wird halt irgendwo hier mittendrin sein. Das sind halt super kleine Städte. Würde schon helfen, wenn wir allein den Bezirk hätten. Okay. Ich gucke jetzt nochmal hier, nicht, dass die Bezirke so heißen. Yanakapuri. Yalakapuri. Okay. Karola, Pashim Vihar. Bohini. Mandoli. Gaisadabad, Nokia. Ach nee, Noida. Das kann nämlich die Tollgrenze erklären. Was gibt's noch für große, richtig große Städte? Ahmedabad, Mumbai vielleicht. Ja, Mumbai ist nicht so groß. Anteri, Mira, Mulund, Rabale, Mahabe, Bhilwara, Domboli, Ulshangara. Ne, macht auch keinen Sinn. Gotha. Guma. Ne, auch nicht. Macht auch keinen Sinn. Ja, ich könnte jetzt alle durchgehen. Ich meine nicht, dass Sri Lanka ist oder so, aber glaube ich nicht. Von der Schrift her fühlt es sich nicht so an. Dann würde ich auch Colombo erwarten, nicht? Sri Lanka ist auch nicht so groß, dass da 123 Kilometer locker mal dran stehen könnten als nächster Ort. Würde mich auf jeden Fall wundern. Nicht, dass wir wirklich hier hinten irgendwo in der Ecke hängen. Karangashari. Hatten wir das nicht? Pangashari? Aber hier ist kein... Ja, das... Da reicht ein Buchstabe nicht, dass es was anderes bedeutet. Und irgendwas mit S hatten wir ja die ganze Zeit. Silashiari, Siliguri. Und Falakpulur. Ja, das war halt hier irgendwo drüben. Singpad. Ja, dann würden wir vielleicht eher sowas angezeigt bekommen, nicht? Ha! Boah, wie weit geht denn das hier nach oben? Okay. Shillong. Nabari. Das klingt halt alles nicht wie unsere Jaipaiguri. Siliguri, hier. Hier sind wir, in der Ecke. Wow. Boah, ist das mies, genau am Übergang. Boah. So. Siliguri ist 28 Kilometer Richtung Westen. Das heißt, wir sind hier. Jaipaiguri ist Richtung Osten. Warte mal, das ist Richtung Westen. Ja. Das ist Richtung Osten. Das heißt, wir sind irgendwo hier. Fatkapur, Falapur ist 94 Kilometer weg. Wie kann das jetzt sein? Ich meine, die meinen Falakapur, nicht Fatakapur.
Doch, das ist ein Vater Kapoor. Wie kann denn das sein schon wieder? Also das soll 28 weg sein. Du bist... Ah ne, 4, nicht 84. Okay. Und 4 Richtung Osten. Das heißt, irgendwo hier. So, und wir stehen hier direkt neben dem Ortsschild quasi oder der Ortspolizei. Jaipuguri Rajganje. Rajganje, sehen wir das? Oder heißt die Ecke hier Rajganje? Das wäre mal gut zu wissen. Westbengalen ist das. Okay. Und wir fahren die ganze Zeit nach... Nordwesten. Und kommen dann nämlich an einer Toll Road an. Ist die hier eingezeichnet? Toll Plaza, ja. Okay. Das heißt, irgendwo auf dem Weg sind wir hier. Und die Straße hier geht nach Norden weg. Das heißt, wir könnten hier sein. So, und südlich von uns ist ein Fluss, nicht? Südöstlich. Oder auch nicht. Einfach nur so Zaun. Okay, ist einfach nur so Zaun. Ne, ist das eine Schiene? Nee, oder? Geht einfach nur eine Straße unten durch bei uns. Ja, die geht unten durch, oder? Ha? Hm. Also unsere Straße geht auch nur in eine Richtung weg. Und zwar eher so. Ja, wir können auch hier hinten drin sein. Das passt nicht ganz. Also wir haben eine Straße, die durchgeht und an der anderen Straße ankommt. Das müsste man erkennen. Also eine Straße geht so an die, die von uns abgeht. Das kann nur hier sein, oder? Aber die geht in die falsche Richtung. Unsere geht ja eher nach Nordwesten. Aber der Toll Plaza ist viel weiter weg. Als so. Aber wir sind schon ein bisschen gefahren. Ich würde ja fast sagen, das hier ist es. Aber da kommt keine Straße von unten. Aber das sieht mir am richtigeren aus. Weil das ist von der hier rauf. Okay, die kommt gar nicht von unten. Wo geht denn die Straße von unten denn lang? Public Work Government, Westbengal, okay. Hatti Moor. Und wir können auf der Seite ja gar nicht sein, weil das 4 Kilometer weg ist, Richtung Osten.
Ah, der Rest passt alles einfach nicht. Das mit dem Tollhaus. Gut, wir können mehr als eine Tollstation haben, nicht? Aber sonst gibt's keine Stelle. Ich meine, die hier, aber die Straße geht nicht nach Norden. Unsere Straße verläuft so. Und das ist die einzige Stelle, wo das so rumgeht, wie hier. Falakapur geht Richtung Osten. Ah, Falakapur Richtung Osten. Ja, dann könnte es doch sein. Und Fubari nach Westen. So war das. Fubari. Hatimor. Da. Da steht's doch. Hatimor. Okay, dann sind wir doch hier. Mein Gott, ist das ein Scheiß. Wir stehen vor... Da vielleicht. 3,29 Meter. Juhu! Wupp, wupp, wupp. Und das kriegen wir da auch noch hin. Runde 5 von 5. CA, das ist Spanien. 8201. Dürfte irgendwo... PP. LE, MI, AS, CN, TI, LU, DP, CP, NIX, GI, NA, DE, A, Huf, U, A, A. Könnte CA für Katalonien stehen? Oder haben die nur C? Die haben BV, GI, GIF. TV, T und A's. Was haben wir hier? N, CV. Wir haben nur CA oder die A405. Okay, sehe ich San Pablo vielleicht eher. In der Zoom-Stufe. Oh, nicht in der Zoom-Stufe. Was haben wir noch? Ubrique, aber das wird was Kleines sein. Ronda Algericas, Ronda Almeria, Alicante, Albacete, Lleida, Soria. Alegricas. A Corona. Ronda. Mironda. Wo ist Mironda? Hm, hm, hm,
Lorette Mar. San Sebastian. Avil. Astogra. Lugo. A405 sieht man auch nicht, oder? A11, A2, A23, A45, A4, vielleicht hier unten. A405, da haben wir's. Okay. Gauchin, Ronda, sehe ich hier aber irgendwas davon? Nö. Algerikas, okay, das passt. San Roque, da ist San Roque. Okay, haben wir auch. Und die nächste. Ist San Pablo, das ist das da. De Brolique und Ronda. Los Angeles, natürlich. Pantera. Also irgendwo zwischen dem und dem liegen wir. So. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch finden, die Ubrique. Wir brauchen die 8201. Das ist die 513. Oh Mann, muss man da ranzoomen? MA irgendwas, A irgendwas, 8303, ach leck mich doch, 8305, wo ist denn die 405 hingeblieben, die ist hier umgegangen, geht wieder zurück. 9021? Nee, warte mal. Die hört da auf, oder was? Und das ist doch schon San Sebastian. Also so weit können wir gar nicht sein. Das ist doch schon wieder scheiße. San Pablo ist wie viel Kilometer weg? 7. Nach Norden. Okay, also 7 Kilometer. Das können also... ist der Abstand hierhin. Also irgendwo hier in der Ecke sind wir. Wenn die 8200 geht auch direkt in San Sebastian los. Und hier gibt es ja sonst keine andere Straße. Vorher. Also ich hätte gesagt, wir sind hier. Aber es macht keinen Sinn. Die geht nach... Norden weg, nach Nordosten, eher Norden. Und das ist die Stelle hier, die C3331 eigentlich. Also entweder wurde die umbenannt oder hat wieder so eine Doppelnamen. Das hat man ja auch manchmal. Die macht da auch die Kurve. Da sind auch die Häuschen. Ich fahre da nochmal um die Kurve, ob da der Fluss ist und dann haben wir's. Hier ist ein Fluss. Ist zwar ausgetrocknet, aber das ist auch nur so ein Seitenarm. Alles klar, dann stehen wir hier und zwar dort. Bang. 0,86 Meter. Sehr gut.
Die Kamera hat mich super fokussiert heute. Guter Job, Kamera. Ich weiß nicht, was sie hat. Das werde ich herausfinden. Aber 2998. Fast eine gute Runde. Australien 24 Minuten. Bolivien 31 Minuten. Senegal 22 Minuten. Indien 28 Minuten nochmal. Und Spanien 8 Minuten 24 war mit die beste Runde. Ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.